Jetzt lass uns mal gucken, warum der Parabelritter Morddrohung bekommt. Steig. Im Stream am Montag haben wir uns ja über das AfD-Video unterhalten. Und da kam dann die Frage auf, warum gerade im Osten, warum hier, ne, die AfD so stark gewählt wird und ob der Ossi denn per se rechts sei. Da bin ich vielleicht ein ganz kleines bisschen emotional geworden, meine lieben Freunde. Ein ganz kleines bisschen. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit pro Ostdeutschland hier irgendwelche Propaganda machen oder so, aber lasst es euch mal ganz kurz von einem ostdeutschen Streamer erzählen. Ich habe in vielen Gesprächen schon oft mitbekommen, dass Leute aus dem Süden oder Westen tatsächlich gar nicht so richtig nachvollziehen können, wie der Osten hier so tickt. Das meine ich in keinster Weise als Front. Ja, versteht mich da nicht falsch. Mir aufgefallen, dass da irgendwie einfach zu wenig Berührungspunkte bis jetzt bestanden. Aber Alex, es gibt doch nur noch ein Deutschland, dieses ganze Osten. Warum sind die Osten so rechts, Ossis so rechts, weil es im Osten so wenig Ausländer gibt? Das könnte man machen. Das würde dann aber ja auf der Wiedervereinigung aufbauen und aufgrund der Tatsache, dass da halt weniger, also dass da später Kontakt kam zu Geflüchteten in jeglicher Form. Aber es ist eigentlich ein anderer Grund. Also die Ostdeutschland fühlt sich halt einfach als Mega-Opfer. Also ich sage nicht, dass alle Ostdeutschen Opfer sind, sondern Ostdeutschland ist in einer, als Ostdeutscher bist du automatisch eine Opferrolle. So, du solidarisierst dich mit deinem Kleinesgleichen und bist halt einfach, fühlt sich halt von allem missverstanden, von allem gedemütigt und bist halt einfach das Opfer. Du denkst halt, du befindest dich auch in so einer Die-gegen-uns-Sache. So, die sind halt, wir sind hier die Benachteiligten, wir werden nicht richtig repräsentiert, wir werden das gemacht, wir werden ausgebeutet, wir werden, die denken, wir sind Versager, wir kriegen nicht unsere eigenen Politiker. Damals nach der Wende kamen westdeutsche Politiker in ostdeutsche Ämter und haben das dann versucht, mit westdeutschen Ideen umzukrempeln, hat aber nicht funktioniert. Ganz am Ende ist das so eine Summe aus Dingen, aber es führt alle zu dem gleichen, es führt alles zu den gleichen, zu der gleichen Opferidentität. Wir sind das Opfer. Wir sind hier das Opfer. Wir sind die, die, deswegen machen wir jetzt, wir, der öffentlich-rechtliche, bla bla bla, wir sind hier, wir, die haben uns die ganze Zeit, denken die und so. Das ist ein bisschen paradox. Westgetue, das spielt doch überhaupt keine Rolle mehr. Doch, spielt es. Und diesen Unterschied herunterzuspielen oder die verschiedenen Unterschiede herunterzuspielen, das ist schon ein Teil des Problems, finde ich. Ich komme gerne aus dem Osten und wisst ihr, ich bin auch verdammt froh, dass ich jetzt hier gerade mit euch die Möglichkeit habe, dieses Video 10.000 Menschen zu präsentieren, von denen viele vielleicht auch nicht aus den neuen Bundesländern kommen. Mhm. Weil es eben hier Probleme gibt, über die man nicht mehr spricht, obwohl sie sich seit Jahren eigentlich nicht mehr verändern. Und deswegen werden sie mit der Zeit zu einer Art gesamtdeutschen Problem, finde ich. Übrigens gibt es fast keine großen Influencer aus Ostdeutschland. Ja, Katja Krasavice mal ausgenommen. Und unter den Top 50 in Deutschland ist einfach keiner aus dem Osten, obwohl hier 20% der Bevölkerung leben. Das nur mal schon mal als kleiner Hinweis. Lasst mich also mal hier an dieser Stelle ganz frech die Sache des Ostens vertreten. Das Thema ist sehr komplex. Ich versuche euch das mal ein bisschen zusammenzufassen, so ein bisschen aus meiner persönlichen Perspektive auch beizubringen und meine ganz eigene Meinung und Einschätzung hier abzugeben. Das ist jetzt hier keine wissenschaftliche Arbeit. Ich verknüpfe einfach nur meine Erkenntnisse aus einem Vierteljahrhundert, mehr als einem Vierteljahrhundert als Ossi, mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ich bisher so gefunden habe dazu. In den meisten Bereichen haben wir in allen Teilen des Landes dieselben Chancen und Möglichkeiten. Es gibt so Probleme, die sind generell ländlich oder städtischer Natur. Es gibt Unterschiede zwischen Nord und Süd. Aber es gibt eben diese ganz speziellen, sehr tiefgreifenden Probleme, die aus der Wende erwachsen sind. Und meistens merkt man sie auch hier nicht so richtig, außer wenn dann Themen wie eben das AfD-Wahlergebnis sich aufdrängen und man dann doch ein bisschen genauer hinschauen muss. Vielleicht mal ein bisschen was zu meiner ganz persönlichen Vita. Ich bin im Uniklinikum in Kröllwitz in Halle geboren und im Altkreis Merseburg-Querfurt aufgewachsen. Das ist übrigens da, wo der Herr Tillschneider seinen Wahlkreis hat. Obwohl er nicht dort aufgewachsen ist und nur hierher kam, um Karriere zu machen, ne, auf so ein Amt aus war im Osten, wie so viele, die nach der Wende hierher kamen. Ja, fühlt ihr die Aussage? Für so ausführliche Recherche. Ja, der Parabelritter verquasselt sich. Der verliert sich in Worten. Also so ein Video zu sehen, ist ein Unterschied zu beispielsweise einer Live-Sache. Ich habe ja schon ein paar Mal einen Livestream gesehen. In dem Video wirkt das sehr schlüssig aneinandergesetzt, aufgrund der Tatsache, dass da ein Skript vor ist. Aber in einem Stream oder beispielsweise in einer
normalen Diskussionen kann er sich sehr schnell verquasseln. Also der ist halt irgendwo mit seinen Gedanken überall und verquasselt das dann dadurch. Auf YouTube merkt man das nicht so, tatsächlich. Soll schon ein bisschen was ausdrücken. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über den Ostfrust, den man da so ein bisschen spürt. Ich nenne das jetzt einfach mal Ostfrust, weil es einfacher ist. Und der Frust ist auch absolut berechtigt, finde ich. Denn es gibt einige Gründe, warum sich Ostdeutsche auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung als Bürger zweiter Klasse fühlen und das System nicht mittragen wollen, beziehungsweise sich davon sogar verraten fühlen. Thomas Krüger, das ist der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, der sprach sogar vom Kolonialismus des Ostens durch den Westen. Also der hat... Ja, ist passiert. Könnte man sagen, ja. Sehr deutliche Worte dafür gefunden. Wir reden jetzt über folgende Punkte. Zum einen die DDR, über Besitz, über Einkommen, über Zukunftsperspektiven, über Führungspositionen. Was hat den Osten kolonialisiert, ja. Und über Wertschätzung. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was davon, wie es ist, quasi zu der ersten Nachwendegeneration zu gehören, ja, hier im Osten geboren zu sein. Wenn euch das Thema generell interessiert, dann empfehle ich euch übrigens meinen Podcast Zart wie Kruppstahl, den habe ich mit Mike von Heaven Shall Burn zusammen und wir haben mittlerweile schon fast 60 Folgen aufgenommen, gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ist besonders spannend, weil Mike quasi die Vorwendegeneration ist und ich eben gänzlich ohne DDR sozialisiert, da ist sagen wir, der Vergleich ist sehr spannend. Wichtig zum Anfang ist jetzt auch, was ich jetzt so ein bisschen verallgemeinert darstelle, das mag hier nicht für alle zutreffen. Der Ostdeutsche ist auch nicht der Ostdeutsche. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Meine Mama, die kommt aus Bitterfeld. Das war eins der dreckigsten Orte Europas. Alter, Bitterfeld. Mein Opa, der war Abteilungsleiter im VEB Photochemisches Kombinat Wolfen. Nach der Wende wurde... Bitterfeld, Wolfen, Alter. Ach du Scheiße. Wurde das Unternehmen, wie die meisten, in die Treuhand übertragen und hörte, wie auch die meisten, dann irgendwann auf zu existieren. Selbstverständlich verlor er dann mit der DDR bzw. so ein paar Jahre danach seinen Job, seinen Rang, sein Ansehen, seine ganze Existenz und leider auch ein paar Jahre später sein Leben, weil man dem Krebs eben nicht entkommt, wenn man in der dreckigsten Stadt Europas in der Firma arbeitet, die quasi dafür verantwortlich ist. Ja. Ich war zu klein, um das alles zu verstehen und... So wie ihm ging es Millionen. Ihr müsst euch vorstellen, Arbeitslosigkeit gab es in der DDR offiziell nicht. Es gab immer irgendwas, was getan werden konnte oder getan werden musste. Nach der Wende stieg sie dann auf fast 20% sprunghaft an. Ich zitiere jetzt mal den Spiegel. Nicht nur Jobs fielen weg, sondern ganze Berufszweige. Binnen weniger Jahre musste die Wirtschaft einen Strukturwandel nachholen, der im Westen über Jahrzehnte mehr beiläufig abgelaufen war, von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft. 1989 arbeiteten im Osten noch knapp 50% der Beschäftigten in der Industrie. 1991 waren es nur noch 26,6%. Mehr Jobs bedeutet ja in der Regel eine höhere Wirtschaftsaktivität und mehr Wirtschaftskraft. Doch die neuen Stellen, die entstanden sind, mittlerweile sind fast ausschließlich im Westen entstanden. Die Anzahl der Erwerbstätigen ist im Westen von 2005 bis 2018 von 33 Millionen auf 38 Millionen gestiegen, in den 5 ostdeutschen Flächenländern hingegen lediglich um 300.000 auf 5,9 Millionen. Mehr noch, verglichen mit 1991 gibt es dort noch heute rund 800.000 Stellen weniger. Und jetzt versucht euch mal in diese Situation... Hä? Warte mal. Es gibt heute weniger Stellen in Ostdeutschland als 1991? Habe ich das gerade richtig verstanden? Mehr noch, verglichen mit 1991 gibt es dort noch heute rund 800.000 Stellen weniger. What? Holy fuck, das ist eine riesige Zahl. Dort noch heute rund 800.000 Stellen weniger. Und jetzt versucht euch mal in diese Situation hineinzuversetzen. Stellt euch mal die Situation vor. Das System, in dem ihr gelebt habt, euer ganzes Leben, das bricht zusammen. Ihr müsst euch nach einem ganzen Leben in einem anderen Werte- und Wirtschaftssystem wieder umorientieren, eine andere Mentalität sogar erlernen. Das fällt einigen auch heute noch schwer. Aber wenn es nur das Überwinden von Vorurteilen und das Dazulernen gewesen wäre, da war ja noch viel mehr, das problematisch war. Wie ihr alle wisst, die DDR war ja heruntergewirtschaftet, völlig am Boden. Das leite ich euch jetzt mal nicht historisch her, aber kurz gesagt, es lag nicht an den Bürgern der DDR, sondern an der SU. Das fing mit der massiven Demontage nach dem Krieg an. Sagen wir uns mal kurz die Ressentiments gegenüber den faulen Ossis, die es von Seiten des Westens gab, der übrigens im Osten billig produzieren ließ, um den Konsum von günstigen Waren für den kapitalistischen Traum möglich zu machen. Die waren schlicht lächerlich. Meiner Familie auch? Was zu meiner Familie? Aber sie sind auch heute noch nicht verschwunden. Noch gibt es eben diese Ressentiments. Sehr interessant ist übrigens auch, dass es bereits vor der Trennung deutliche Unterschiede an der späteren Zonengrenze gab. 1925 war beispielsweise der Anteil an Arbeitern und Handwerkern
dort schon höher. Ja, 15% der Menschen wählten eher linke Parteien und auch die Religion wurde hier nicht so ernst genommen. Nach der Wende zogen ja massiv viele Menschen aus dem Osten weg, aber was interessant ist, vor 61 kamen auch 500.000 Menschen in den Osten, unter anderem die Familie Merkel. Wichtig ist aber zu wissen, dass den Menschen hier fast nichts... Problem mit dem Systemwechsel? Nee, gar nicht. Systemwechsel nicht. Das liegt aber daran, dass meine Familie nicht irgendwo in diesen Industriegebieten unterwegs war, sondern schon immer so eher Polizei, sowas. Es gehörte, ne? Ländereien, Häuser, Produktionsgüter, die wurden verstaatlicht und in Genossenschaften verteilt. Diese Verstaatlichungen wurden dann später zu großen Teilen in die Treuhand überführt. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt des Ostfrustes. Und meines Erachtens ist das das schlimmste und langwierigste Problem. Denn ich würde es sogar ein Jahrhundertproblem nennen. Und das ist folgendes. Dem Osten gehört nichts mehr. Ich meine, es gibt nicht oft Generationen, die alles von neuem aufbauen müssen, die völlig von vorne beginnen müssen, weil ihre Familien nichts vorweisen können. Ja, Teile meiner Familie sind aus der Bukowina oder aus Hinterpommern nach dem Krieg vertrieben worden. Es ging sehr vielen hier so, die hatten eine ähnliche Biografie. Wie bereits erwähnt, besaß man in der DDR eben sehr wenig privat, ja, und nach der Wende war es den Menschen hier also nicht möglich, sich am Ausverkauf dieses Staates zu beteiligen. Ja. Nur 5% der in der Treuhand zusammengefassten Produktionsmittel gingen tatsächlich an Ostdeutsche. Ja, das wurde komplett in den Westen abgeführt. Die Leute sind hierher gekommen aus dem Westen. Das war vielfach fick nochmal Flohmarkt. Da sind die durch die Gegend gegangen, haben die Immobilien gekauft, haben die haben alles. Es war einfach fucking und zu Spottpreisen, Alter. 95% wurden an westdeutsche bzw. ausländische Investoren verkauft. Und da fehlte nicht nur das Geld, sondern eben auch das Know-how, die Ahnung vom Wirtschaftssystem. Ja. Ich zitiere hier mal. Die Privatisierungswelle Anfang der 90er Jahre hat zudem eine sehr spezifische Eigentümerstruktur hervorgebracht. Nur 5% der Betriebe gingen an Ostdeutsche, 95% der Firmen hingegen an Investoren aus dem Westen oder dem Ausland. Viele der Ostbetriebe wurden also in bereits bestehende Strukturen integriert. Eine Folge davon, Bereiche wie Forschung und Entwicklung und andere besonders hochwertige Tätigkeiten sind nur sehr selten an Standorten in Ostdeutschland angesiedelt. Aber wir reden ja nicht nur über Betriebe oder Grundstücke, wir reden auch über die Häuser, in denen wir heute wohnen. Ich zitiere mal die FAZ. Das war Besitzerwechsel im ganz großen Stil. Mehr als die Hälfte der Fläche Ostdeutschlands wurde nach der Wiedervereinigung neu verteilt. Das einstige Volkseigentum wurde nicht in Form von Aktien oder Anteilsscheinen unters Volk gebracht, sondern an Alteigentümer übertragen oder verkauft. Die neuen Besitzer, das überraschte nicht, kamen vor allen Dingen aus dem Westen Deutschlands. Sie hatten im Gegensatz zu den Ostdeutschen das Geld, um Grundstücke, Häuser, Firmen zu erwerben. Und weiter, fast 2/3 der Grundstücke und Immobilien in ostdeutschen Großstädten gehören heute Westdeutschen, die ihren Ostbesitz vor allem als Kapitalanlage nutzen. Absolut, ja. Was auch dazu führt, dass es ziemlich beschissen ist, im Osten Mieter zu sein, weil sich einfach keiner um die Objekte kümmert. Genau. Das ist einfach, also, boah, ich kann die ganze Zeit nur Ja sagen und nicken, ja. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Womit schafft man Vermögen? Immobilien, das weiß jeder mittlerweile, sogar im Osten. Aber Haushalte mit Einkommen aus Mieteinnahmen, das gibt es in Ostdeutschland gerade mal um die 6 bis 8. Haushalte mit Einkommen aus Vermietung, Prozent. Also kann man auch abschätzen, in welche Richtung der Geldstrom bei der Entwicklung der steigenden Mieten in den letzten Jahren stattfand. Also, fassen wir mal kurz zusammen. Die Firmen, in denen wir arbeiten, gehören dem Westen und die Häuser, in denen wir Miete zahlen, gehören dem Westen. Also, so ganz fern ist der Gedanke des Kolonialismus jetzt nicht. Nee, es ist einfach so. Die Grenze ging auf. Und dann gab es da wie einen Wettlauf. Und das ging auch weiter. Das war jetzt nicht nur die Initialzündung, dass halt alle Immobilien, dann die auf dem freien Markt da waren, dem Westdeutschen mehr oder weniger ausgeliefert waren, sondern sie wurden dann halt auch international ausgeliefert. Und das ging noch weiter. Der Klinkenputzer, der Versicherungsverkäufer, der Schneeballsystem an den Mannbringer, Marketingstrategien, Digitalisierung, alles, was man in irgendeiner Form aus... was man an Neuheiten in Kapitalerträge, Systeme packen konnte, hast du im Osten einfach, Digga, die Leute wurden einfach nass gemacht. Die wurden einfach nass gemacht. Die waren nicht vorbereitet. Niemand hat sie vorbereitet.
Ne? Wenn das Geld, was man verdient, wieder in dieselbe Richtung zurückfließt, oder? Jetzt wieder zu meiner persönlichen Erfahrung. Es gab früher keine Markenklamotten bei uns. Ich denke, in meiner Grundschule waren damals so 30% der Kinder locker unter der Armutsgrenze. Und den ersten Porsche habe ich im Urlaub im Westen gesehen. Ich weiß erst, dass hier irgendwas nicht stimmt, seitdem ich öfter in anderen Teilen Deutschlands unterwegs war. Ich versuche euch das hier auch in Westquellen sozusagen so ein bisschen zu belegen, damit ihr mir glaubt, dass das hier keine, dass ich kein Mecker-Ossi bin, sondern die Strukturen krass zu unseren Ungunsten unter Regierung Kohl verschoben worden sind. Ja. Das ist jetzt nie an Haaren herbeigezogen oder Nostalgie. Und um diese Aussage mit dem Jahrhundertproblem nochmal mit den Worten der FAZ auszudrücken, die Eigentumsverhältnisse freilich sind auf Generationen zementiert. In den kommenden Jahren wird ein Großteil des Ostens im Westen vererbt. Das steht in der FAZ. Jedenfalls nach der Wende blutete der Osten massiv aus. Die Leute wollten natürlich die neue freie Welt kennenlernen. Außerdem war das Lohnniveau im Westen doppelt so hoch. Ja. Spoiler Alert, es ist immer noch höher. Also massive Abwanderung Richtung Westen. Hier wird ein Zitat. Jetzt nicht mehr doppelt so hoch, aber es ist immer noch höher. Zitat: Der Umzug nach Westen, etwa nach Bayern, war für viele Ostdeutsche und ihre Familien eine Lösung für ihre Probleme. Für ihre Heimatbundesländer aber hatte diese Entwicklung ein neues Problem geschaffen, unter dem die Wirtschaft dort nun leidet: den Fachkräftemangel. Der Aufschwung der vergangenen Jahre hat in den neuen Bundesländern zwar in geringerem Ausmaß neue Jobs geschaffen als im Westen, aber pass auf, selbst zur Besetzung dieser Stellen fehlen oftmals die geeigneten Menschen. Und die demografische Entwicklung wird zur neuen Bremse der ostdeutschen Wirtschaft. Und hieran sehen wir, dass das Problem eben nicht einfach mal Nebenkosten auch? Nein, das Problem ist jetzt ganz einfach, dass wenn du nach Hamburg guckst, wenn du nach Berlin guckst, wenn du nach München guckst, wenn du nach Frankfurt guckst und wenn du in alle größeren westdeutschen Städte schaust, dann entwickelt sich der Immobilienmarkt ja explosionsartig und hat sich über eine Zeit lang vielleicht auch eher explosionsartig entwickelt mit gigantischen Preisen. Und dann haben die Leute angefangen, in den Osten zu schauen. Und dann haben sie in Städten wie Leipzig Sachen losgetreten, wo einfach auf einmal die Bodenrichtwerte nach oben gehen. Und jetzt ist diese Debatte rund um, ja, die Lebenserhaltungskosten im Osten sind ja deutlich geringer, nicht mehr so wirklich an der Tagesordnung. So, sie sind vielleicht, sind sie unter Umständen können sie geringer sein. Aber in vielen ostdeutschen Städten ist das halt einfach nicht so. So, das entwickelt sich rapide, denn die Wessis kommen wieder und merken, dass sie da noch Möglichkeiten haben, auf dem Immobilienmarkt Geld zu verdienen. Kolonisation 2.0. Und wir es ganz dringend weiter ansprechen müssen. Es ist nach wie vor sehr real und drückt den Osten immer weiter nach unten. Ich zitiere mal weiter. Das begrenzt auch die Möglichkeiten, den Abstand zum Westen weiter zu verkleinern. Tatsächlich hat die Wirtschaft in den neuen Ländern in den ersten 5 Jahren nach der Wiedervereinigung große Fortschritte, etwa bei der Produktivität, gemacht. Der Aufholprozess ist seither, ja, also die nächsten 26 Jahre, in Stocken gekommen. So erreicht bis heute kein einziges Ostbundesland das Produktivitätsniveau des Saarlandes. Also jenes Landes, das im Westen bei der Produktivität an letzter Stelle liegt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Auch die Pro-Kopf-Produktivität, die steigt fast gar nicht mehr. Wir haben schlicht nicht mehr genug junge Menschen hier im Osten. Warum auch? Es gibt hier nichts mehr für uns. Warum sollte man hier arbeiten, außer wegen Heimatverbundenheit? Das Lohnniveau unterscheidet sich nach wie vor drastisch. Bis zu 73% geringere Löhne sind es beispielsweise in der Bekleidungsindustrie. Im Fahrzeugbau sind es beispielsweise 1664 Euro Unterschied im Durchschnitt. Ja, und wie gesagt, während viele Ossis eben im Westen ihr Glück gesucht haben, kamen eben aus dem Westen die Glücksritter, wie man so schön sagt, hier rüber, weil sie sich bessere Chancen im Wilden Osten erhofften. Und damit meine ich beispielsweise eben auch diese Neurechten, die hier Landnahme betrieben haben. Ich zitiere mal den Tagesspiegel. Die Abwanderung aus dem Osten in den Westen ist seit 2015 gestoppt und auch die Kinderzahlen steigen, stellt die Studie fest. Es gibt inzwischen ebenso viel Umzüge vom Westen in den Osten. Das mildert freilich kaum die Folgen der beiden Abwanderungswellen, der ersten nach dem Mauerfall, dann ein Jahrzehnt später erneut. Die schwach besetzten Jahrgänge der 1990er Jahre, 94 ist glaube ich wirklich der allerschwächste überhaupt, führen etwa eine Generation später dazu, dass es weniger potenzielle Eltern gibt. So, und jetzt kommen wir zu einem Problem, das auch durch Rechtsextremismus
nochmal angetrieben wird. Außerdem profitieren die 5 östlichen Bundesländer kaum von der Einwanderung aus dem Ausland, können also die damals entstandenen Lücken so nicht auffüllen. Und Grund dafür ist natürlich ein Mangel an wirtschaftlichen Chancen außerhalb der Boomregionen im Osten. Aber ich meine, ganz ehrlich, was sind denn Boomregionen im Osten außer Leipzig? Halle, Dresden, Erfurt? Die Städte sind jetzt einfach mal nicht scheiße, aber Boom? Na, ich weiß nicht. Ostdeutschland ist heute so dünn besiedelt wie 1905. Im Westen sind es da... für doppelt so viele Menschen. Und der demografische Wandel, der schlägt weiter erbarmungslos zu. In allen 5 Ländern werden bis 2035 die Bevölkerung weiter schrumpfen. Am stärksten beispielsweise hier in Sachsen-Anhalt um 16% im Vergleich zu 2017. Und das führt natürlich dazu, dass ländliche Regionen für das Leben immer ungastlicher werden. Ja? Läden, Metzger, Bäcker, Filialen aller Art sind mittlerweile schon geschlossen. Ich würde ja sagen, die müssen jetzt schließen, aber die sind ja fast alle schon weg. Die Orte verlieren ihre Funktionen. Das konnte ich während meiner Jugend und meiner Kindheit ganz krass an Querfurt beobachten, wo ich zur Schule gegangen bin beispielsweise. Und die Gemeinschaften, der vielgepriesene Zusammenhalt, ne, so das, was die Eltern noch aus DDR-Zeiten kannten, das ist verschwunden. Mittlerweile sind Dorfgemeinschaften dünn besiedelt, ne, und anonym. Deswegen kommen eben solche neurechten Siedlergruppen auch oft sehr gut an. Die scheinen eben eine Alternative zu sein, wieder Leben in so ein Dorf zurückzubringen. Das nimmt man natürlich gerne an. Und gezielt setzen die Rechten dann eben auf die Belange der Gemeinschaft, ja, setzen sich dafür ein, um die Menschen da weich zu klopfen für ihre Theorien und Ansichten. Ja, der kann ja kein schlechter Mensch sein, der hat ja so viel für den Fußballverein getan, beispielsweise. Ganz normale Strategie, oft beobachtet. Das demografische Problem oder die Disparitäten zwischen Stadt und Land, wie wir in der Geografie sagen, die haben wir generell. Aber im Osten ist es wirklich krass. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich gesunde, wirklich gesunde ländliche Regionen in Bayern oder Baden-Württemberg sehe. Sowas gibt es hier nicht. Landgaststätten, dass man auf ein Dorf in eine Wirtschaft gehen kann. Die Wahrscheinlichkeit in einem ländlichen Bereich oder in einem... Du trittst wahrscheinlich eher in eine Spielhalle rein als in eine Gastwirtschaft. Das gibt es bei uns nicht. Niemand kann das finanzieren. Es gibt schlicht und ergreifend zu wenig Menschen, die da essen gehen könnten. Erstmal, weil sie es sich nicht leisten können und zweitens, weil sie nicht da wohnen. Ey, und ganz ehrlich, Leute, dass sich die dort zurückgebliebenen Bewohner verraten fühlen, das kann ich verstehen. Ja, beispielsweise dieser eine Ort in Sachsen, in der Nähe von Burg Riebstein, wo 52% AfD gewählt haben, da ist nichts mehr. Und mir ist völlig klar, nicht jeder hat Soziologie, Geschichte oder Statistik studiert, dass es sich die Mühe macht, die Frage zu stellen, inwieweit jetzt die aktuelle Politik das zu verantworten hat. Die einfache Antwort liegt da nämlich näher. Die Politik hat uns verraten, Punkt. Generell Politik. Und von Helmut Kohl und seiner Regierung kann man das auch ganz klar sagen. Aber Demografie beispielsweise, die Veränderung der Wirtschaftssektoren etc. etc., da spielt noch viel mehr mit, wofür niemand was kann. Und es gibt sicherlich auch Lösungen, aber die sind sehr komplex und vor allen Dingen sind die nicht von einem auf den anderen Tag umsetzbar. Um mal noch ein positives Beispiel aus der DDR-Zeit zu nennen. Der Gender Pay Gap, der liegt hier im Osten. Ja, der ist deutlich besser. Bei 7 statt wie im Westen bei 21%. Ja. Ah, ja. Das liegt an der notwendigen, muss man sagen, das war immer schon normal, dass in Ostdeutschland Frauen auch arbeiten. Gleichberechtigung von Frau und Mann zu DDR-Zeiten. Ja. Deshalb ist für viele hier im Osten so der laute Kampf für Gleichberechtigung irgendwie befremdlich, weil... Das ist ja halt immer normal gewesen. Oder das ist in Deutschland, in Ostdeutschland immer normal gewesen. Wir sind hier schon eine Weile sehr viel weiter gewesen. Wusstet ihr das überhaupt? Vermutlich nicht, ne? Denn irgendwie hört man in den Medien fast nur Schlechtes aus dem Osten. Das schreibt auch Katharina Hinz, das ist die Direktorin des Berlin-Instituts. Und das verstärkt natürlich auch bei uns hier im Osten den Frust. Die Studie Vielfalt der Einheit kommt zur Erkenntnis, seit der Wende schafft es Ostdeutschland vor allen Dingen als Problem auf die Titelseiten. Seit den 2000er Jahren sei der Osten als angeblich abgehängte Region abgeschrieben worden. Aber pass auf, jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Detail, das auch sehr viele Fragen klärt. Es gäbe nach wie vor wenige Köpfe mit ostdeutscher Biografie in den Redaktionen der großen Zeitung. Viele Ostdeutsche finden sich somit in den großen Medien kaum wieder, was dazu beitragen könnte, dass die Skepsis gegenüber Rundfunk und Presse höher bleibt. Dieses Ergebnis davon hören wir im Begriff Lügenpresse. Wenn ein ganzer Landesteil sich vom Mainstream verarscht fühlt, dann hört er den Menschen zu, die endlich mal auf sie zugehen und ihre Sprache sprechen. Und die AfD hat das getan. Und deswegen vertrauen sie denen,
Aussagen von AfD-Politikern den Presseorganen dieser Seite eben so viel mehr teilweise als den Mainstream-Medien. Und wisst ihr, woran man besonders gut erkennen kann, dass der Ostdeutsche per se nicht ernst genommen wird? Während Bayern beispielsweise selbstverständlich Mundart spricht, wird man als Sachse beispielsweise dafür diskriminiert. Ja, oh ja, oh fucking ja. Beispiel, ich habe mir meinen Dialekt in den Videos so gut es geht abgewöhnt, ja, nach tausenden Kommentaren, die man da bekommt, wenn man Dialekt spricht, also ein Ostdialekt spricht. Oh, ich wurde ja. In Franken beispielsweise immer wieder dafür beleidigt, dass ich hörbar aus dem Osten komme. Oh ja. Also nicht nur in Franken, aber da war es ziemlich krass. Als Influencer habe ich da auch grundsätzlich einen schweren Stand, weil man oft abwinkt und sagt, ja, der Ossi, im Sinne von, das sind doch eh alles Trottel, auf deren Meinung oder Aussagen muss man überhaupt nicht hören. Das war ein schwerer Stand, vor allem ganz am Anfang, sich da irgendwie ein bisschen rauszukämpfen. Das erfahre ich auch als Speaker oder Experte für bestimmte Themen. Es ist immer irgendwie exotisch, dass da jemand aus dem Osten auftritt, der irgendwie ein gewisses Renommee oder eine Meinung hat. Ja, krass, dass so einer auf einer Bühne steht. So fühlt sich das tatsächlich an. Ja, die Leute sind manchmal, also zumindest wenn sie diesen Kanal noch nicht lange kennen, sind dann immer ein bisschen verwundert, wenn ich sage, dass ich in Sachsen geboren bin. Meine ganze Familie tief ostdeutsch verwurzelt. Aber jetzt mal zum Dialekt, ne? Sächsisch ist der unbeliebteste Dialekt Deutschlands, mit Abstand. Aber da geht es nicht um das Klingen des... Grüß aus Sachsen, Bruder. Na klar, Bruder. Dialekt, ne? Pfälzerisch oder Schwäbisch, das ist jetzt auch nicht edel im Klang. Es geht um eine ganze Identität. Kommunikationstrainerin Anne-Kathrin Michler sagt dazu, die nach wie vor gesellschaftliche Abwertung der DDR besagt, die waren doch alle ein bisschen bescheuert. Wie konnte man sich das gefallen lassen? Am Sachsen, der von den Ostdeutschen als der lauteste heraussticht, bleibt das hängen. Die Abwertung des Sächsischen ist auch eine Abwertung der Ostdeutschen und der Geschichte. Wenn gesamtgesellschaftlich der Ostdeutsche nur in Verbindung... Kannst du den Dialekt noch ohne Probleme? Ja. Ich brauche aber manchmal ein bisschen Stützen rein. Das heißt, wenn ich mit Familienangehörigen spreche aus der Region, bin, gib mir 2 Minuten, Bruder. Na klar. Da bin ich aber anders drin. Mit Unrecht, Diktatur, Stasi, Folter, Schießen und Denunzieren wahrgenommen wird, dann ist er beschädigt und damit auch der Sachse. Und nun... Nun steht der Sachse für Pegida, steht für aufkeimenden Rechtsextremismus. Ein Teil der Ostdeutschen hat es geschafft, einen ganzen Landesteil wieder mit massiven Ressentiments zu belasten. Und weiter geht die Spirale. Ne? Klar kommt da ein Wir-gegen-die-Denken zustande, wenn alle immer auf die Ostdeutschen und die doofen Sachsen im Speziellen einhauen, dass die sich dann natürlich abgrenzen wollen und eben ihr eigenes Ding machen wollen und gegen die da agieren wollen. Und, das muss man auch sagen, wir haben leider wenig Persönlichkeiten, die uns repräsentieren würden und ein gutes Licht auf uns werfen oder für uns sprechen könnten. Die FAZ-Titel dazu beispielsweise, Ostdeutsche dramatisch unterrepräsentiert. Passt auf, das ist wirklich krass. Lediglich knapp 2% der Führungsposten in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Politik, Verwaltung und beim Militär werden von Ostdeutschen besetzt. Kein einziges DAX 30 Unternehmen hat seinen Stammsitz im Osten. Und das spiegelt meines Erachtens ein weiteres massives Problem wider, das unsichtbar, aber entscheidend ist, ne? Dieses Vitamin-B-Thema. Die meisten von uns gehören einfach keinem, ich möchte sagen, richtigen Kreis an, einem Zirkel an. Ja? Die alten Eliten, die die Bundesrepublik im Hinblick auf Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft dominieren und auch nach wie vor dominieren, früher dominiert haben, weiterhin dominieren, Posten, Geschäfte, ja die Zukunft sozusagen unter sich ausmachen, die sind hier nicht. Weil die Gesellschaft, wo die Elite in diesem Landesteil saß, die wurde ja rasiert. Also hier gab es keine Elite mehr. So, wir wachsen da nicht hinein. Wir kennen ihre Spielregeln nicht. Mal mein Beispiel. Ich bin meinen Weg selber gegangen, habe jeden Cent selbst erarbeitet und investiert. Ich habe kein Netzwerk von Influencern oder Businessfreunden, keine Connections zu Fernsehsendern. Ich kenne niemanden, wüsste auch nicht, wie ich mit den Leuten spreche. Es gibt hier schließlich in Sachsen-Anhalt nichts außer Nazis, mit denen man sich connecten könnte. Und das fühlt man. Und das ging so weit, dass ich meine Eltern während meiner Schulzeit dazu überreden wollte, mich nach Salem zu lassen, damit ich ausbrechen kann aus diesem kontaktlosen Raum. Ja, das konnten wir uns natürlich nicht leisten. Aber jedem Ostdeutschen, dem ich jetzt so in meiner Generation begegnet bin, der jetzt sich schon tatsächlich irgendwas geschaffen hat, und es sind nicht viele, der hat es ohne Kapital und Connections durch eigene Kraft schaffen müssen. Und damit kommt man eben nicht schnell sehr weit. Oder
oder überhaupt sehr weit. Und das ist auch der Grund, warum immer alle nach Berlin gehen, ja, oder Hamburg oder Köln oder München, weil du nur da diese Netzwerke bekommst. Aber in allen anderen Städten, in allen anderen Teilen dieses Landesteils, sage ich jetzt mal, hast du keine Chance. Da gibt es kein Netzwerk, keine Infrastruktur. Die Situation ist auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch ernst, ja, und die Zukunft ist nicht so rosig, wie es scheint. Aber kommen wir jetzt mal zu einem Fazit für meine kurze Einschätzung. Meine Lieben, es gibt einen ostdeutschen Frust. Der ist real, er ist begründet und man sollte ihn wahrnehmen und ernst nehmen. Und ich habe euch ein paar Gründe dafür genannt. Allgemein, meine lieben Ostdeutschen, wir können nicht mehr ändern, was der Lauf der Geschichte diesem Teil Deutschlands aufgebürdet hat, ja. Wir können nur alles daran legen, diese alten Wunden zu schließen und am besten keine neuen aufzureißen. Denn niemand, der heute noch eine Rolle spielt, ist verantwortlich für das, was damals schiefgegangen ist. Wir sollten einfach tun, was wir schon immer getan haben und für uns kämpfen. Und die AfD wird und kann uns dabei nicht helfen. Die AfD instrumentalisiert diesen Frust geschickt. Chrupalla wurde von Gauland installiert, um sich uns anzubiedern. Ja. Lasst ihr euch wirklich so einfach manipulieren? Lasst ihr euch wieder so einfach fremdbestimmen wie nach der Wende? Bitte nicht. Wir müssen es selber schaffen, uns vernetzen und offen sein für Einflüsse von außen. Was wir brauchen, sind mehr Ostdeutsche, die sich für ihre Regionen aussprechen und stark machen. Wir brauchen mehr positive Beispiele und weniger Liebelei mit Rechtsextremen. Wir brauchen mehr Menschen, die hier mit Engagement etwas Eigenes erschaffen. Wir müssen allen zeigen, wie schön der Osten ist und dass es hier eben doch eine Perspektive für Wachstum und eine gute Zukunft geben kann. Ohne Hass, ohne Vorurteile. Denn wenn wir perspektivisch diesen Weg hier weiterverfolgen, den wir gerade gehen, wird der Osten immer weiter abgehängt werden. Ich lebe gerne hier, ich bin gerne Ossi. Und an alle Nicht-Ossis da draußen, ich würde mir wünschen, dass es keinen Unterschied gäbe, auf den ich hier aufmerksam machen muss. Wir sind hier nicht alle rechts. Wir haben nur strukturelle, historisch bedingte Probleme. Und unter Menschen meines Alters spürt man nach wie vor Vorurteile, aber man spricht ja auch von 50 Jahren, die es dauert, bis so ein Landesteil integriert werden kann. Im Herzen sind wir heute schon verbunden, als monetär beispielsweise. Ich glaube schon, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Lasst uns nicht durch politische Irrwege wieder entzweien. Vielen Dank, meine lieben Freunde. Wurde jetzt ein bisschen emotional am Ende. Falls euch das Video gefallen haben sollte, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Lasst euren Kommi da. Teilt es mit euren ost- oder westdeutschen Freunden. Und ja, wir sehen uns dann im Stream Sonntag 20 Uhr. Bis dann, Tschüssikowski. Tschüssikowski. So, hier ist der Link zu diesem Video. Ja, nahezu alles, was er sagt, ist richtig. Wenn nicht alles. Ist einfach richtig. Es ist einfach true. Machst du nichts. Um auf diese Sprachsache zurückzukommen, in meiner Arbeitnehmerzeit habe ich mir größte Mühe gegeben, meinen Akzent zu 100% abzulegen, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass du deswegen einfach benachteiligt wirst. Du wirst halt offen diskriminiert. Und glaub mir, als Ost, niemand solidarisiert sich mit jemandem aus Ostdeutschland. Niemand. Absolut niemand. Das ist, vergiss es. Das macht einfach niemand. Dialekt meine ich, ja. Mundart. Die Mundart. Du beschimpfst alle AfD-Wähler als rechts. Der Spielroboter hat auch gezeigt, dass viele aus Frust wählen. Die werden SPD. Ja, alle AfD-Wähler haben rechte Tendenzen, weil wenn 2021 leider nicht mehr sagen kann, dass man die wählt aus Frust. Das lasse ich nicht gelten, Mann. Ich möchte Leute, die das wählen, auch zur Verantwortung ziehen. Und wenn du die wählst, dann musst du wissen, dass du rechtsextreme Parteien wählst. Ich werde das einfach nicht gelten lassen. Ich werde niemanden den Benefit of a doubt geben und ihm Arm auf die Schulter klopfen und sagen, ja, du fühlst, ich meine, grundsätzlich als geborener Ostdeutscher und jemand, der da auch gelebt hat, ganz lange Zeit, lasse ich das nicht gelten. Ich lasse es nicht gelten. Ganz einfach. Das gilt nicht. Was sollen die, sollen wir jetzt extra Regeln machen für Menschen aus Ostdeutschland, die dürfen und die dürfen nicht, weil die sind frustriert? Nein. Die Regeln sind dieselben. Die Maßstäbe sind dieselben. Die Bevölkerungsgruppe muss es schaffen, wenn sie sich denn als was Besonderes sehen und wenn sie sich als Opfer sehen, das zu überwinden, ohne dass sie rechtsextreme Parteien wählen. Ganz einfach. Und wenn du dich auf so einen Bauernfänger und so einen Rattenfänger einlässt, weil er dir sagt, du musst mich nur unterstützen, weil ich hole uns hier endlich raus. Und der hat in seinem Parteiprogramm Dinge stehen wie, deutsche Kinder müssen extra finanziert werden, wir müssen Kinder an der Grenze erschießen und so weiter und so fort, dann bist du halt einfach dumm. Und ob du aus Westdeutschland oder Ostdeutschland kommst, spielt dann erstmal keine Rolle. Wenn dich das nicht interessiert, damit deine eigenen Interessen richtig vertreten werden und dafür rechtsextreme Gesinnungen unterstützt werden, dann bist du halt einfach ein Blödian, Mann. Was soll das? Das geht halt einfach nicht. Da muss man einfach klar eine Grenze ziehen. Du kannst doch nicht rechtsextrem wählen, weil du dich nicht verstanden fühlst, Alter. Wer bist du denn, Mann? Ganz einfach. Wird meine Position nicht ändern, sollte meine Position auch nicht ändern, werde ich auch weiter argumentativ vertreten. Denn aus Frust, und das möchte ich dazu hinzufügen, gibt es eine Menge Kleinstparteien, die sich über jede Stimme freuen. Und in Ostdeutschland sind das hauptsächlich Parteien, die sich auf Umweltschutz und Tierschutz
konzentrieren tatsächlich. Ne? In Ostdeutschland wird auch gerne nochmal die Kleingartenanlage gefeiert, wie blöde. Es spielt keine Rolle, wenn du die... Ey, Mario, hör mir zu. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Du kannst doch nicht hingehen und das zweite Mal oder das dritte Mal eine rechtsextreme Partei wählen und dann sagen, ich habe das nicht gewusst. Es gibt da einfach keine Entschuldigung für. Es gibt da nichts für. Man darf das nicht als Ausrede gelten lassen. Das ist null. Das darf man einfach nicht. Wer das wählt, wählt rechtsextreme Parteien. In 2021 bedeutet das entweder, du bist selber rechtsextrem oder du bist fein damit, was Rechtsextreme cool finden. Und zu was macht dich das dann? Zu einem Protestwähler? Zu jemandem, der nicht informiert ist? Oder zu jemandem, der sagt, ich nehme das in Kauf dafür, dass die endlich mich wahrnehmen? Ja, du bist ein armes Würmchen dann, ey. Wirklich. Was für Geltungsbedürfnis ist das denn? Man muss natürlich die Länderwerte vom Bundwert unterscheiden. Und meistens verändert sich das nicht grundsätzlich. Und in der letzten Wahl waren es halt wieder 10% oder wieder 11%. Die Partei wird sich mit ihren rechtsextremen Positionen, gerade nachdem Meuthen jetzt seinen Abwenden vom Parteisitz, von der Parteispitze angekündigt hat, diese Partei wird noch rechtsextremer. Denn jetzt sind die konservativen, gemäßigten Kräfte nicht mehr da. Das wird jetzt richtig wild da. Das ist richtig wild.